Herr Professor Ogurski, was sind die wichtigsten Ergebnisse des aktuellen Krankenhaus-Rating-Reports? Wichtig ist, dass wir untersucht haben die Lage der Krankenhäuser im Jahr 2020 mit echten Jahresabschlüssen. Und da kann man sagen, die wirtschaftliche Lage im Jahr 2020 hat sich verbessert. Also die Corona-Hilfen haben den Krankenhäusern geholfen. Allerdings, die werden ja zurückgefahren. Und 2021 erwarten wir schon eine gewisse Verschlechterung und 2022 nochmals. Also Erwartung ist schlechter im Moment, aber im Jahr 2020 besser. Welche Änderungen sind nötig? Wir werden jetzt schon ganz schnell in akuten Personalmangel reinkommen. Wir haben finanzielle Probleme. Die Welt ist in Unordnung. Wir haben Inflation, hohe Kostensteigerungen. Wir müssen jetzt relativ rasch die Weichen stellen, dass die Krankenhäuser die nächsten Jahre sich effizienter aufstellen können. Welche Bedeutung hat dabei das Intersektorale, siehe ambulant, stationär? Wir haben die Möglichkeit in der Medizin viel mehr ambulant zu machen als früher. Das ist ein Potenzial, das müssen wir nutzen. Aber wir müssen dann auch ein Vergütungssystem so schaffen, dass das Ambulante für Krankenhäuser interessant wird. Dann werden die auch eine Menge, ich denke 10-20% ihrer Leistungen ambulantisieren. Welchen Stellenwert sehen Sie bei Technologien? Wir haben eine Menge Herausforderungen. Demografie, Krieg in der Ukraine, Pandemie. Also viel Grund für Pessimismus, aber es gibt auch viel optimistische Gründe, in die Zukunft zu schauen. Wir haben technologischen Wandel, wir haben tolle neue Tools, wir haben digitale Möglichkeiten und das müssen wir nutzen. Da können auch viele neue Akteure, Start-ups rein, um integrierte Versorgung zu verbessern, um Digitalisierung voranzubringen. Da ist viel Potenzial. Wenn neue Akteure reinkommen, müssen wir aber auch schauen, was wir an alten Angeboten im Gesundheitswesen vielleicht aufgeben müssen, aufräumen, ausmisten. Also Angebote mit geringem Kosten-Nutzen-Verhältnis müssen wir identifizieren und rausnehmen, sodass neue Akteure Platz haben.